So. Lies of P im Game Pass. Taugt es was? Ich hoffe, der Datenstrom Spielname aktualisiert sich gleich noch. Das kann ich von der Xbox aus nicht so wirklich machen. Aber anyway, ist ja auch egal. So. Wir spielen auf Deutsch. Ja, komm, lass mir HDR an. Passt alles. Ja, Autosave. Nala! Wir sind 1.1.2.0 mittlerweile. Zustimmen. Ist irgendwas Besonderes, was man umstellen könnte? Sieht nicht so aus. Fokus auf Performance, ja. Das wird dann hoffentlich im Spiel interaktiv erklärt. Fangen wir einfach mal an. In Ehren an den großen Schreiber Carlo Collodi. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. So wurde Pinocchio also in Wirklichkeit zum Leben erweckt. Okay. Jiminy too, but we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krott, and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Okay. Whatever. Let's get you out of there. Find something that might help. Eine Waffe zum Beispiel, die könnte uns sehr helfen. Oh, da ist doch was. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Oh ja, Stärke. Tank and Spank. Hoffentlich. Oh, wir können uns die Werte anschauen. Praktisch. Ja, große Körperschaft. Das wollen wir doch, oder? Ich weiß nicht, was die ganzen Werte machen genau. Aber ich sehe, wir haben die meiste physische Angriffskraft und auch mehr Vitalität. Das sieht doch nach Tank and Spank aus. Wir tragen, ja, das ist der Playstyle, den wir wollen.
Ah ja, okay. So Dark Souls-Style. Alles klar. Normaler Angriff, Spezialangriff. Ein Fable-Katalysator. Okay, wir haben auch einen Dodge. Okay, die Steuerung ist wirklich sehr Dark Souls-mäßig. Was gar nicht so schlecht ist. Pulszelle. Aha. Okay. Oh mein. Die Haltbarkeit runter. Wo sehe ich meine XP? Oh ja, der Balken geht runter, okay. Das ist nur Deko, da können wir nicht rein, aber da können wir rein. Da müssen wir wahrscheinlich auch rein. Ja, wahrscheinlich diese fette Tür. Ja. Blocken. Okay. Okay, das hört sich doch eigentlich ganz cool an. Ah. Zu früh. Noch zu früh. Ach, drauf geschissen. Hä? Verstehe ich nicht. Wie kann ich mich heilen? Wow. Ja, oben ist noch dieser blaue Balken. Ja, wir können Punkte versprühen, auch cool.
Okay. So, weiter geht's. Das war nichts mit dem. Oh doch, okay. Übles Ergo-Fragment. Aha. Für das alles Gutes werden wir noch rausfinden. Wenn jemand diese Notiz findet, verlassen Sie den Bahnhof und laufen Sie weg. Halte ich auf jeden Fall von Warteraum fern. Ich sah, wie dort eine riesige Puppe Menschen zu Tode schlug. Ich habe die Tür verriegelt, aber ich weiß nicht, ob das helfen wird. Zumindest sollte es die Leute davon abhalten, willkürlich einzutreten. Ich werde bald sterben, deshalb will ich euch helfen, auch wenn es nicht viel ist. Bitte überlebt. Alle. Okay. Zack, zack. Hier könnte ich nach unten. Will ich das? Okay. Kurz nach oben. Ah, hier ist ein Item noch. Ah, langsam aber sicher. Verdammt. Oh, unser letzter Checkpoint. Ganz am Anfang.
Fall doch hier sicherlich so ein, genau. So eine Abkürzung, oder? Schlecht. Zwei normale Schläge reichen leider nicht. Ah doch, hier ist eine Abkürzung. Okay, cool, 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 cool. What? Mhm. Okay, das war völlig falsch getimed. Ich muss nicht. Das richtige Block-Timing noch rausfinden. Ausrüstung. Das sind einzelne Slots, okay. I see. Sägezahnrad. Ah, ist ein Move-Objekt, okay.
Stargazer. Ah ja, okay, sowas wie das Bonfire. This is called a Stargazer. A marvelous device the Stalkers used in the past. Puppet threshold exceeds danger estimates. Please reduce puppet numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment. Gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever. So be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Entschlossenheit erhöht die Angriffskraft, genauso wie Technik. So, ach, das ist das Lager. Ah, okay. Wie so eine Truhe. I see. Ich dachte, Lager aufschlagen. Ich hatte jetzt irgendwie mehr erwartet. Das ist das Hotel, zu dem wir doch sollten. Gehen wir doch mal als erstes dahin. Ganz eklig. Ah, nee, das will ich mir jetzt nicht alles durchlesen. Oben rechts ist meine XP. Da ist das Overlay nur drüber. Wie komme ich da am besten dran? Ach, einfach rennen. Die Sache kann ich auch kaputt machen. Hm.
das wollte ich gar nicht. Ich meine, ja, ist ganz nett. Wahrscheinlich ist das Kampfsystem auch ganz toll, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Für solche Spiele. Kommt so aus dem Nichts angelaufen. Beenden. Ja, soweit ganz nett. Kann man sich auf jeden Fall ein bisschen mehr angucken. Aber ja. Hat jetzt nicht so direkt gehuckt vom Setting her, aber ich werde dem Ganzen noch eine Chance geben. Oh, wir wechseln jetzt mal rüber zu Payday 3 und gucken, wie ich bei Ego-Shooter komplett verkacke. Das könnte noch ganz lustig werden und danach ist Schlafenszeit. In dem Sinne, bis gleich.